Hey ho, ihr Lieben, und willkommen zu meinem neuen Video. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gerade gar nicht, welchen Winkel ich einnehmen soll. So, ich glaube, jetzt habe ich's. Da ich keine Ahnung habe, was ich für ein Video drehen soll, beziehungsweise ich nicht wusste, weil ich habe ja so viele Videos zur Auswahl. Wir fangen einfach mal gleich damit an, was ich nicht für Wörter leiden kann. Und zwar, wenn viele Menschen sagen, jo, Alter, was geht? Oder wenn einer auf cool tut, ich hatte vor kurzem einen Kommentar unter eines meiner Videos. Das ist auch ein YouTuber gewesen, der meinte, ja, er wird mich in seinem Video erwähnen und so. Das nehme ich gleich mal mit rein, weil das ist gleich eine Beschwerde an diesen YouTuber. Meine persönliche, ich mache das immer persönlich in Videos oder auch gleich, weil ihr wisst schon. Und da hat er ein neues Video hochgeladen. Und ich dachte mir so, ja, er wird mich schon erwähnt haben, ne? Weil er ja meinte, ja, ich erwähne dich in meinen Videos und dieser YouTuber ist total schlecht. Ich habe so gedacht, so, oh nein, warum habe ich den abonniert? Egal, auf jeden Fall, der kam dann an und so und, ja, Dicker, ne? Und das cool und das easy und so Wörter eben, ne? Ich kann sowas nicht leiden. An jeglichen Menschen, ich kann sowas nicht leiden. Selbst an YouTuber nicht. Wenn die dann so sagen, so, ich bin voll der Gangster, Alter. Ich bin voll der Gangster. Das ist genauso, wie wenn ein Asylbewerber hierher kommt und sagt, ich nix verstehe. Das ist genauso. Das ist das Erste, was sie können, ne? Das ist jetzt nichts gegen die Asylbewerber, die hierher kommen. Aber das ist ein toller Vergleich, finde ich, weil die Jungs, die cool tun, die sind dann genauso. Die versuchen dann so, ich bin voll cool, Alter. Ich hab voll geil Mucke. Du wirst nicht glauben, was ich für Mucke höre. Das sind so YouTuber, die dann versuchen, einen voll auf cool zu machen. Ich glaube, das wird kein langes Video. Ich meine, ich habe auch solche Wörter. Ne, jetzt fällt euch wahrscheinlich schon auf, dass ich immer X sag. Das habe ich mir selbst beigebracht. Weil das heißt ja, gibt immer so, ich kenne den Spruch nicht, aber es gibt so einen Spruch mit Berliner irgendwie, den weiß ich nicht. Wenn ihr einen Spruch wisst, wo Icke drin vorkommt, das war irgendwas mit Berliner, ich weiß es nicht mehr ganz genau, den könnt ihr mir unten in die Kommentarbox schreiben, ob ihr den Spruch vielleicht kennt. Ich kenne ihn jetzt gerade nicht. Ich muss wirklich sagen, das ist ein ziemlich kurzes Video. Also ich weiß gar nicht, wie viele Wörter ich davon aufzählen kann. Das wären so Dicker, Alter, gäbe es dann auch noch. Mucke, ich meine, gut, das sage ich auch manchmal, aber nicht persönlich in einem Video, was zigtausende Leute wahrscheinlich sehen werden. Da bin ich der Meinung, ey, Mädel, reiß dich mal zusammen. Das ist eine, ich sage jetzt mal Community, ne? Bei irgendeinem schlechten Wort, was YouTube dann in einem Video hört, was dir wahrscheinlich gleich rund gemacht oder so. Weil ich denke mir dann so, es gibt auch kleine Kinder, die auf YouTube schon rumgeistern. Ne? Also, ich meine, okay, die Wörter lernen sie auch in der Schule. Ne? Also, das erste Kind von, sagen wir mal, erste Klasse, da lernt das Kind schon wahrscheinlich, ich benutze jetzt mal diese bösen Wörter, ne? Da benutzt ein Kind wahrscheinlich Arschloch oder für dich, ne? Ich weiß nicht, ob man solche Wörter auf YouTube benutzen darf, deswegen werde ich sie nicht aussprechen. Oder leck mich, oder Schlampe, ne? Solche Wörter lernen die Kinder in der ersten Klasse. Ich habe die Wörter erst in der siebten Klasse gelernt. Also, ja, da fragt man sich, wo die Erziehung ist. Also, das interessiert die Eltern null, was die Kinder für Wörter benutzen. Das geht gar nicht, also. Merkt das, ich versuche gerade cool rüberzukommen, diesen voll der Macker, Alter. Ich kann das. Das ist nicht meine Art. Wisst ihr, Leute? In meinen letzten Videos hat man gesehen, das ist wirklich nicht mein, ich rede nie cool. Das machen Frauen. Frauen, die denken, die wären Männer. Die tun dann so, als wären sie cool. So voll der Opa-Macker, Alter, weißt du? Das geht gar nicht. Leute,
Ihr seid Menschen. Ja? Reißt euch mal am Riemen. An die Frauen. Auch wenn ihr keinen habt. Ja? Also. Nee. Geht nicht. Sowas. Ist uncool. Funktioniert nicht. Lass das mal. Wisst ihr? Wenn ich jetzt rauslaufe vor die Tür. In die Stadt vielleicht. Also ich überall diese Bubis rumhängen, die Milchbubis, Kinder ja bestimmt nicht, die kennen wahrscheinlich alle. Das erste, was sie nur machen, ey Süße, tell me ma. Wisst ihr, das ist nicht cool. Ich kenne das noch, ich habe schon wieder gesagt, nee, ich kenne das noch. In der Schule, ich kenne da bestimmt auch noch, die Liebesbriefchen, die man immer so schön gefaltet hat. Wisst ihr, das ist genau so was. Da kommen immer die coolsten Dinger drin vor, weißt du? Das geht gar nicht. Ich hab da in der Schule schon. Ich krieg dieses Wort nicht aus mir raus hier. Ich hab das in der Schule schon gemerkt. Bei meinem Ex-Freund, das war in der Grundschule, ne? Der hat immer die coolsten Sprüche rausgelassen. So einen auf Obermacker, ihr wisst da, so ich kann das halt, wisst ihr? Das geht gar nicht. Wisst ihr, ich mach sowas nicht. Das sind Typen. Kommen wir gleich mal wieder zu den. YouTuber zurück, ne? Der ist zwar selbst nicht so auf und geil, wie er sich tut, aber ist ja egal. Der versucht alles Mögliche, um rumzukommen. Und dann beschweren sich die Typen. Oh, ich hab keine Freundin. Und dann denke ich mir so, oh, das tut mir aber leid. Nee, tut's nicht. Das Letzte, das denke ich mir dann immer, ne? Weil das müssen sie ja nicht unbedingt erfahren. Also, es gibt schon Idioten da draußen, die dann so denken so, ja, Baby, du bist voll mein Ding, Alter. Machst mich voll heiß. Hm? Kann man das nicht auf ordentlichen Deutsch sagen? Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, man muss doch nicht sagen so, Alter, was du für ein Mensch hier oben. Wisst ihr, das geht nicht. Das geht nicht. Das kann man ordentlich sagen, so, ey, hör mal, ne, glaub du, dir fehlt da was da oben drin, ein Stück Gehirn oder so. Ne? Ich meine, das ist auch ein cooler Spruch. Ich meine, was hat man gegen solche Sprüche, ne? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Gib mir mal einen Hinweis, ich meine, was mögt ihr nicht so an Wörter, wisst ihr? Und dann werde ich noch ein Video drehen, und zwar mit euren Infos, die ihr mir unten in die Kommentarbox reinschreibt, was ihr nicht für Wörter mögt. Ja. Ich kann das auch nicht leiden, wenn ich irgendwo rumlaufe und dann die Leute rumschreiben, YOLO! Im Ernst? Nee, im Detlef. Furchtbar. Also, das sind so, ja, wie so, ihr kennt ja bestimmt dieses Lied, Ich und mein Holz. HDGDL. Ich draußen rum und sag HDGDL. Ne? Wer macht sowas? Ich nicht. Ich meine, das kann man mal im Internet zu einer Freundin schreiben, aber jetzt so persönlich so Alter, Digga, Mucker, HDGDL oder was weiß ich, was es noch für Abkürzungen gibt. Jetzt läuft ja auch keiner draußen rum und sagt WTF. Ne? What the fucking hell. Also, das sage ich gerne im Übrigen. What the fucking hell. Irgendwann geht es mir auch auf den Sack. Dann sage ich was anderes. Werdet ihr wahrscheinlich noch öfters in einem Video erfahren, dass ich What the fucking hell sage. Das dürfte euch dann wahrscheinlich auf den Sack gehen und dann könnt ihr mal sagen, hier so, änder deine Einstellung, Süße. Okay, das Süße jetzt weggeschrieben. Aber trotzdem. Das sind so meine Wörter, wo ich sage, nein, danke. Mit sowas will man sich einfach nicht abgeben. Außer die dann so auf der Stechlinie so stehen, so. Peace. Ich bin genauso cool wie du. Ja? Solche Typen machen das dann. Und dann denke ich mir so, Junge, what the fucking hell? Was tust du? Nein. Ich weiß nicht, warum die meisten, ich kenne jetzt keine Weiber, die auf sowas stehen, ja, also, aber ich habe schon mal gesehen, dass es Weiber gibt, die auf so Macho-Gehabe tun. Also die das dann mögen und so sagen, boah, ich liebe voll die Machos und alles und also die Frauen, die das behaupten, dass sie Macho-Gehabe cool finden. Mädchen, ihr seid einfach nur blond. Ja? Also,
Bei euch braucht man nicht sagen, da fehlt was, ihr seid so auf die Welt gekommen. Nehmt es mir nicht übel, aber es ist so. Es trifft nicht für alle zu, sondern nur für die meisten. Ich sag, das wird ein ziemlich kurzes Video. Denn normalerweise wollte ich es eigentlich anders drehen, aber ich habe mich nicht gut genug vorbereitet. Und wie ihr wisst, habe ich ja auch vor kurzem das Video gedreht, dass es keine Roomtour gab, weil das in dem Westen einfach nur Enttäuschung pur war. Ja. Ich habe euch die Roomtour versprochen. Ich habe euch auch weitere Videos versprochen. Die werde ich alle in den nächsten Tagen machen, drehen. Wie gesagt, ich habe auch noch ein Video vorbereitet. Ich bin auch im Überlegen, welches ich hochlade. Ich denke mal, ich werde das, was ich jetzt drehe, werde ich hochladen. Und das nächste wird dann... Ich muss mir mein altes Video nochmal ansehen, weil ich habe gerade so viel um die Ohren. Aber ich kriege das schon hin. Ich meine, für meine YouTuber tue ich... Also nicht für meine YouTuber, sondern für meine Leute, die das angucken. Ich meine, ich will euch beschäftigen, ist klar, gell? Das wisst ihr auch. Ich beschäftige euch gern. Nur es gibt auch bei den einen oder anderen YouTuber auch Probleme, die er von sich aus lösen muss. Deswegen kam das Video jetzt auch ein bisschen später, weil auch vorher was dazwischen gekommen ist. Deswegen habe ich mir so gedacht, wisst ihr, ich drehe einfach so zwischendrin und gut ist. Ja, deswegen nimmt's mir nicht für übel, dass ihr gerade in dem Video wahrscheinlich ständig Vibration gemerkt habt. Ich hatte eine WhatsApp-Nachricht. Ich habe zwar mein WhatsApp gelöscht, aber ich weiß nicht, warum ich WhatsApp-Nachrichten kriege. Handys. Also, ich bin auch froh, dass mein Handy jetzt wieder geht und ich bin auch sehr froh, dieses Video gerade gedreht zu haben. Ich werde das Video jetzt auch beenden. Und werde das nächste Video am Wochenende hochladen. Samstag, denke ich mir mal, werde ich es hochladen. Jo. Und dann werde ich mich hierfür jetzt schon mal verabschieden. Ihr merkt, das Bild war schon ein bisschen dunkel. Ich habe auch mit Handy aufgenommen, weil, wie gesagt, ich habe immer noch keine Kamera. Ich habe schon eine Kamera ja im Handy. Leute. Ich meine, man kann auch tolle Videos mit Handys aufnehmen, ja? Auch wenn ich kein Querformat habe. Aber man sieht es, wo man soll mich ja sehen. Ich beende das Video jetzt. Macht's hübsch und genießt euren Abend, würde ich mal behaupten. Und ich werde euch, wie gesagt, wieder auf meine nächsten Videos unten in der Infobox, Entschuldigung, werde ich euch wieder verlinken. Und ihr könnt mir auf meinen gesamten Seiten folgen. YouTube abonnieren, kostenlos natürlich. Facebook, meine Seite, ist natürlich, wie gesagt, alles in der Infobox. Twitter und Instagram. Auf Twitter bin ich zurzeit nicht so viel unterwegs, aber auf Facebook bin ich dabei ganz viel unterwegs. Schon wieder, ich weiß. Und wie gesagt, erwähne ich in jedem Video, dass ich auch Fragen von euch beantworten werde. Werde freiwillig, egal was für Fragen. Und davon werde ich mir zwischen 10 und 50 Fragen raussuchen und werde die dann im Video beantworten. Und ich hoffe, dass ich in den nächsten Videos meinen Vibrationsalarm ausstellen kann. Weil ich glaube, das nervt euch auch ein bisschen, wenn ihr ständig im Handy... Mich nervt auch ein bisschen. Ihr könnt mir ganz viel in die Kommentarbox schreiben. Zum Beispiel die Wörter, die ihr nicht mögt, die euch genauso auf den Sack gehen, wie den Wörter, die ich euch aufgezählt habe. Und ihr könnt mir Fragen unten reinschreiben oder auf meinen Seiten könnt ihr auch Fragen reinschreiben. Ich bin für alles offen. Fragenmäßig, meine ich. Und für die Wörter. Genau. Und somit beende ich das Video und sage... Bis zum nächsten Mal oder bis zum Samstag. Lasst euch überraschen, was da für ein Video kommt. Bye!